Moinsen, heute geht's um Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen. Denn das wollten wir als Physikfreunde ja immer schon mal wissen, was passiert eigentlich, wenn man so Widerstände hintereinander schaltet oder vielleicht sogar parallel. Ja, sowas interessiert uns brennend. Dafür brauchen wir erstmal Widerstände und deswegen bin ich losgegangen in eine Sammlung und habe da mal geschaut. Und da habe ich eine ganze Schachtel voll gefunden von diesen Dingern. Hier, guck mal, so sehen die aus, Widerstände, und da steht sogar was drauf. 2 Ohm plus minus 2%, naja, was ist schon ganz genau im Leben? So, um ganz ehrlich zu sein, die Schachtel mit den Widerständen in der Sammlung, die war nicht ganz neu. Es kann wohl sein, dass sie ja schon so ein bisschen länger stehen, so vielleicht, keine Ahnung, 30, 40 Jahre oder so. Deswegen sollten wir vielleicht mal eben überprüfen, ob das denn überhaupt stimmt mit den 2 Ohm bei den Widerständen. Aber das ist ja kein Problem, denn das haben wir ja längst gelernt, wie man sowas macht. Da brauchen wir halt eine Strom- und eine Spannungsmessung und dann rechnen wir den Widerstand einfach aus, denn R ist ja U durch I. So, und dann bauen wir einfach so eine Schaltung hier auf. Dieses Ding hier ist übrigens der Widerstand, das ist auch das Schaltsymbol für den Widerstand, so ein Kasten mit einem R drin. 2 Ohm sollen die Dinger ja angeblich haben oder früher mal gehabt haben, wer weiß. Ja, und dann müssen wir halt noch U und I messen. U, also die Spannung, immer parallel, deswegen habe ich das Voltmeter hier parallel geschaltet und die Stromstärke halt in Reihe. Ja, und dann gucken wir mal, was rauskommt. Ja, dann testen wir das mal. Ich habe hier die Spannungsquelle, der Strom fließt hier hinten zuerst durch das Ampermeter durch. Hier ist der Widerstand versteckt und dann fließt der Strom wieder zurück, nachdem er durch den Widerstand durch ist, in die Spannungsquelle. Und dann habe ich hier parallel das Voltmeter geschaltet. Ja, und los geht's. Ich schicke mal ein bisschen Strom durch. Ja, bei 2 Volt haben wir ungefähr 1 Ampere. Das gucken wir uns mal eben an. Also, dann haben wir hier I gleich 1 Ampere und U gleich 1 Volt. Und dann rechnen wir einfach mal hier rechts den Widerstand aus. Das ging ja mit der schönen Formel R ist gleich U durch I. Ja, dann setzen wir einfach mal ein. Und das geht relativ geschmeidig im Kopf. 2 Volt durch 1 Ampere. Durch 1 lässt sich ja so schön teilen, das können wir uns vielleicht merken, den Trick. Das müssten 2 sein, Volt durch Ampere ist Ohm, also 2 Ohm. Das scheint doch so einigermaßen zu passen mit dem, was da draufsteht auf den Widerständen. Das scheinen ja doch ziemlich haltbare Dinger zu sein. Ja, und dann gucken wir uns jetzt mal an, was passiert, wenn man die Dinger in Reihe schaltet. Hier, eine Reihenschaltung mit 2 Widerständen, 1, 2. Hintereinanderschaltung sagte man früher manchmal auch dazu. Ja, und dann messen wir jetzt wieder Stromstärke und Spannung. Natürlich vor dem ersten und hinter dem letzten Widerstand. Los geht's! Also, hier sind die beiden Widerstände schön hintereinander geschaltet, wie gerade in der Schaltskizze. Und jetzt drehe ich einfach mal die Spannung ein bisschen rauf. So, und jetzt haben wir hier 2 Volt, aber nur ein halbes Ampere. Ja, das müssen wir eben ausrechnen. Also, wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir gerade auch 2 Volt, aber ein ganzes Ampere ist da geflossen. Jetzt auf einmal nur ein halbes Ampere. Das heißt, es fließt jetzt nur halb so viel Strom, wo ich 2 Widerstände reingeschaltet habe. Ja, dann rechnen wir einfach mal den Gesamtwiderstand aus. Also, Gesamtwiderstand rechnen wir aus mit 2 Volt durch 0,5 Ampere. Aber das könnte im Kopf vielleicht noch gehen. Das müssten 4 Ohm sein. Wenn ihr im Kopf nicht so fit seid, dann gebt das einfach mal in den Taschenrechner ein, der kann sowas. Okay, 4 Ohm. Vorher hatten wir 2 und 2 und das passt doch einigermaßen zusammen. 4 Ohm könnte 2 Ohm plus 2 Ohm sein. Das bedeutet offenbar, dass sich in der Reihenschaltung diese Widerstände addieren. Das können wir auch als allgemeines Gesetz eben formulieren. Also, R hier gesamt ist gleich R1 plus R2. Und wenn wir noch einen dritten Widerstand hätten, sicher auch plus R3 und so weiter und so weiter. Da machen wir ein Kästchen rum. Top, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die schöne Parallelschaltung. Ich habe mir schon mal erlaubt, hier so ein Schaltbild zu entwerfen.
Hier sind die beiden Widerstände und der Strom geht hier durch das Ampermeter. Und dann können sich die Elektronen entscheiden, gehe ich hier unten lang oder da oben. Parallel dazu, zu der Parallelschaltung, habe ich einen Voltmeter geschaltet, denn die Spannung wollen wir ja auch wissen. Los geht's! Ja, ich habe jetzt hier die beiden Widerstände parallel geschaltet, Ampermeter und Voltmeter wie gehabt, und dann würde ich sagen, geht's los. Ach ja, ich wollte ja eigentlich Ampere, also die Stromstärke, auf 1 Ampere stellen, das lässt sich ja so leicht rechnen. Und da haben wir hier ungefähr 1 Volt. Das ist ja spannend. Also Stromstärke wieder 1 Ampere, Spannung aber bloß 1 Volt. Ja, dann wollen wir mal den Gesamtwiderstand ausrechnen. 1 Volt durch 1 Ampere, das könnte ziemlich genau 1 Ohm sein. Wie kriege ich das denn jetzt mit meinen Zahlen übereinander? Mal gucken. Ja, wir haben hier 2 Ohm und 2 Ohm und irgendwie soll 1 Ohm rauskommen. Das ist ja ein bisschen schwierig, ne? Mit Plus bekommen wir 4 raus, mit Minus geht das auch nicht. Obwohl ich einen Widerstand dazu nehme, wird der Gesamtwiderstand irgendwie kleiner. Das ist ja ziemlich umgekehrt. Vielleicht probieren wir es mal so. Bei so Brüchen, da ist ja vieles umgekehrt. Und wir sind ja mittlerweile ziemlich gute Mathekenner schon. 1/2 Ohm plus 1/2 Ohm. Das könnte vielleicht ein ganzes Ohm sein. Ungefähr so. Und dann wäre das das allgemeine Gesetz im Grunde genommen 1 durch R gesamt ist gleich 1 durch R gesamt ist gleich 1 durch R1 plus 1 durch R2 plus 1 durch R3. Boah, das ist ja ziemlich spannend. Mir spritzt das Adrenalin nur so aus den Ohren, da machen wir direkt eine Kiste drum. Schon ein bisschen komisch, aber wenn man hier einen zweiten Widerstand parallel schaltet, dann kann der Strom besser fließen. Naja, vielleicht ist das ja auch ein bisschen so wie beim K&K, wenn die eine zweite Kasse aufmachen, wenn sich das da staut, dann geht das, fließen die Einkäufer da auch besser ab. So ähnlich könnte das hier auch wohl sein. Ja, dann haben wir im Grunde genommen jetzt 2 Gesetze, 1 für die Parallel- und 1 für die Reinschaltung von Widerständen, genau wie wir es haben wollten. Schreibt das am besten eben in eure Formelsammlung und dann gibt es die Übungsaufgabe. Beste!